Also die Menschen, die auf mich zukommen und die meinen Content feiern, die erzählen mir davon, dass sie sich eben empowernd fühlen und dass sie das Gefühl haben, dass es einfach mal, ich habe das Gefühl, trans sein kann einfach mal was Schönes sein. Ne? Ja. Und meine Tochter, mein Sohn, mein Transkind guckt sich deine Videos an und fühlt sich endlich mal wohl und hat das Gefühl, es ist okay, so wie es ist. So, Was das schreiben ist dir toll. manchmal auch so Eltern und so? Die kommen auf mich zu, holen Autogramme für ihre Kinder. Das ist Ey, das super ist toll. Das super. ist richtig schön. Ja, das wird mir richtig so warm. Also, Also, ich krieg jetzt schon sofort Tränen warm, in den Augen, das ist aber unglaublich, ja. Also, ich hoffe, ihr habt heute alle genug Nerven gespart. Na, das erwarte ich von euch, wenn ihr den Titel gelesen habt. Denn heute geht es um den kürzlich veröffentlichten Podcast von Gazelle. Leute, ich bin vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe. Ich lag auf dem Boden. Ich war schock. Und ich kann nicht abwarten, mit diesem Video jetzt zu starten. Das Lustige ist auch, Leute, ich habe gestern erst ein Video hochgeladen zu den Hundemenschen, die sich als neue Trans-Spezies identifizieren. Falls ihr noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall rein. Und dann habe ich am selben Abend, als ich das Video hochgeladen habe, diesen Podcast gesehen und ich dachte mir, okay, ich werde offensichtlich dazu ein Video machen. Am besten erinnere ich euch nochmal alle daran, dass Gazelle und ihr angeblicher Partner Jialu, es wird eigentlich Jalu ausgesprochen statt Jialu, do we care? I don't. Die beide trans sind, also trans, denn Jialu bezeichnet sich jetzt non-binary, Gazelle ist eine Transfrau. Und die beiden sind ein Couple und deren kompletter Content beruht auf ihrer Trans-Identität und das ganze Thema um Trans so oberflächlich darstellen, wie es nur geht. Wenn man berücksichtigt, dass die beiden die erfolgreichsten Trans-Aktivisten in Deutschland sind und deren größte Plattform auf TikTok, wo überall Kinder sind, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie unfassbar problematisch und Ayosha, ich weiß, das ist dein Wort, I'm sorry. Ja, das ist problematisch. Wie unfassbar problematisch das ist. Okay. Und um mich einmal kurz vorzustellen, also die meisten wissen das von euch natürlich, aber ich bin eine transsexuelle Frau. Ich gehe diesen Weg schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt in diesem Bereich, also persönliche eigene Erfahrungen. Und ich bin mir auch der Verantwortung bewusst, wenn ich weiß, mir schauen viele Kinder zu, dass ich darüber so ehrlich aufkläre wie möglich. Also Leute, let's get into it. Und das ist heute dabei, weil es 7 Uhr morgens ist. What's up? Transpersonen, und das ist auch so ein bisschen der Grund, glaube ich, warum mein Outing und meine Transition erst so spät begonnen hat, nämlich mit Anfang 30, gab es gar keine. Weil das ist auch das, was ich feststelle. Also die Akzeptanz, die steigt massiv und ich freue mich auch total, dass die Leute meine Videos schauen und dann denken, ach so, du bist trans, ah, und jetzt erfahre ich mehr über dich. Ach so, man kann einfach mit dir lachen, du bist einfach eine total, in Anführungszeichen, normale, witzige Person. Das freut mich, wenn dann aber Forderungen kommen. So, ne, hallo, ich bin strukturell diskriminiert, können wir bitte A, B, C ändern und anpassen? Dann ist sofort so, oh ja, Moment, also, I don't know. Also sehr interessantes Statement von Gazelle, dass die Akzeptanz steigt, so gegenüber Transmenschen, denn das ist nicht meine Beobachtung und nicht meine Erfahrung, sondern es steigt eher die Verwirrung. Damals hat jeder Mensch verstanden, was eine transsexuelle Person ist. Eine Person, die sich nicht wohl in ihrem Körper fühlt und deswegen ihre körperlichen Merkmale angleicht. Jetzt, wo das Thema maximal politisch geworden ist und es Neopronomen gibt und 4000 verschiedene Geschlechtsidentitäten, wissen nicht mal genau, was sie sagen dürfen und können auch nicht mehr unterscheiden zwischen einer Transperson, einem Transvestiten, einem Crossdresser, einer Sissy, Shemale. Es ist alles in einem Topf. Und das ist auch das, was Transaktivisten wollen, denn wir sind so gesehen alle gleich, weil wir nicht der strikten Vorstellung der Gesellschaft folgen von einem heterosexuellen Cis Mann oder Frau. Denn wenn unsere gesellschaftliche Rolle auf irgendeine Weise abweicht, sind wir schon alle trans. Ich als transsexuelle Frau, die seit 5, 6 Jahren Hormone nimmt, die eine geschlechtsangleichende Operation hatte, bin genau dasselbe wie Gazelle. Und Gazelle wird auch die Plattform geboten, für alle Menschen zu definieren, was eine Transperson ist. Wenn das nicht für euch Alarmglocken auslöst und man sich denkt, irgendwie something is wrong about that, ja.
I don't know. Und ich finde das so interessant, wenn du sagst, dass du auch für manche Menschen so der erste Berührungspunkt mit dem Thema bist. Hast du das Gefühl, du erfüllst auch so eine Aufklärfunktion? Also gibt es auch Menschen, die sich in den DMs an dich wenden und so sagen, ja, so, jetzt verrat mal so, wie funktioniert das? Und ja, und nicht nur in den DMs, auch im wahren Leben. Also ja. Wenn ich irgendwo auf Netzwerkveranstaltung bin und dann wird es ein kleines bisschen gemütlicher, die Personen haben Alkohol getrunken, dann bin ich die erste Transperson, die sie kennenlernen, dann kommen die ganz klassischen Fragen. Ich denke, die Informationen sind im Internet und ich bin auch froh, dass sozusagen jüngere Transpersonen da jetzt im Internet die Antworten finden, die sie vielleicht brauchen. Also was mir fehlt, ist eine Person online im Fernsehen, die trans ist und die einfach ein schönes Leben hat. Ja. Weil die Narrative, die ich von Transpersonen erlebt habe, war dann so halt, was ich eben schon so meinte, so dieses Leid. Und ich finde mich auch ganz oft nicht schön und ich finde meine Situation auch ärgerlich und nervig. Und hasse die ganze Welt. Aber ich habe auch richtig viele tolle, schöne Tage. Ich habe einen ausgezeichneten Job. Ich bin sehr erfolgreich. Das ist meine zweite Karriere. Und ich finde, die Stories, die haben mir gefehlt. Also einfach das Empowerment, ey, Transpersonen können glücklich sein. Ja. Here we go. Also, Gazelle sagt hier gerade, ja, wenn es um das Trans-Thema geht in der Gesellschaft, wir sollen uns einfach mehr davon entfernen, das Trans-Thema kritisch zu sehen und negativ zu sehen, sondern wir sollen eher glücklichere Trans-Personen der Öffentlichkeit zeigen, die ein glückliches Leben leben, mehr positivere Beispiele geben. Und auch beunruhigenderweise hat sie das gesagt, kurz nachdem man von Kindern gesprochen hat. Also am besten, wie sie sagte, eine Person im Fernsehen, die ein wundervolles Leben führt als Trans-Person und Menschen dazu ermutigt, es auch zu werden. Wenn wir verstanden haben, dass transsexuelle Menschen an einer Geschlechtsdysphorie leiden, was eine Erkrankung ist, die für die Menschen sehr schwierig ist zu handeln und sie Therapie brauchen und gewisse Hormone und so weiter, um ihren Körper anzunehmen, ist es ziemlich weird und beunruhigend, wenn wir sagen, nein, das sollen wir nicht so viel thematisieren, sondern eher, wie glücklich Transpersonen sind. Ähnlich wie bei Menschen, die Depression haben oder eine andere Erkrankung, dass wir sagen, wir sollen weniger darüber reden, wie schwer es diese Menschen haben, sondern eher, wie glücklich die potenziell irgendwann sein können. So, das verstehe ich nicht. Warum ist denn nicht der Fokus? Wir müssen Menschen korrekt darüber aufklären, was Transsein ist, wie sie es selbst erkennen und wo sie die Hilfe bekommen, die sie brauchen, um dann ein glückliches Leben zu leben. So, das ist die Reihenfolge. Das sollte der Fokus sein. Habt ihr jemals Jia Lu oder Gazelle über Risiken aufklären hören? Und auch Fehldiagnosen. Was passiert dann? Wie problematisch ist das, dass wir aktuell in einer Gesellschaft leben, wo viele Menschen denken, dass sie trans sind und sich therapieren lassen und zum Arzt laufen, den Geschlechtsdysphorie-Symptome vorspielen, um dann Hormone zu bekommen? Dazu hat Jia Lu, by the way, eine ganze Anleitung gepostet, wie man das TSG umgehen kann, um als nicht-binäre Person Hormone zu bekommen. Und ich kann auch immer nicht glauben, dass diese Person noch immer eine Plattform hat. Geschweige denn der erfolgreichste Transaktivist in Deutschland ist. Und jetzt ist da Gazelle und sagt, ja, wir sollen das nicht mehr so negativ darstellen, sondern eher positiv. Als würdet ihr ohnehin nichts anderes tun, als von Tag 1 Transsein zu glorifizieren, weil ihr davon profitiert. Jetzt wissen wir auch, warum die das nicht besprechen, warum sie darüber nicht aufklären. Weil Jia Lu und Gazelle davon profitieren, trans zu sein und sie deswegen auch Follower brauchen, junge Menschen brauchen, die zu ihnen aufsehen und das Thema allgemein glorifizieren und als super aesthetic und cool ansehen. Schaut mal in die Kommentare, wenn die sich mit ihren Hormonen eincremen oder allgemein diese Couple-Videos machen. Deswegen sind die auch die erfolgreichsten Trans-Aktivisten in diesem Land, weil die nicht ehrlich darüber sprechen, was es überhaupt ist, trans zu sein und wie unfassbar wichtig es ist, junge Menschen darüber richtig aufzuklären, bevor sie ihren Körper ändern, bevor sie Hormone nehmen, bevor sie Operationen machen. Ich glaube, diese Gesellschaft mittlerweile ist so verstrahlt, so. Man hat einfach komplett vergessen, was es überhaupt bedeutet, trans zu sein. Was für einen riesigen Effekt das auf dein Leben hat, auf deinen Körper hat, diesen Weg einzuschlagen. Und anstatt Menschen wirklich zu helfen und darüber aufzuklären und auch vielleicht vor einem riesigen Fehler zu bewahren, behandelt man das Thema so oberflächlich und sagt dann auch in dem Podcast, wir brauchen glücklichere Transpersonen. Wir brauchen Leute, die ein tolles Leben leben, die happy sind und nicht so negativ. Mir geht es manchmal auch schlecht und ich mag mich manchmal auch nicht im Spiegel ansehen. Aber wir sind trans und wir sind wunderschön. Wir brauchen Sichtbarkeit dafür. Also die Menschen, die auf mich zukommen und die meinen Content feiern, die erzählen mir davon, dass sie sich eben empowernd fühlen und dass sie das Gefühl haben, dass es einfach mal
Ich habe das Gefühl, trans sein kann einfach mal was Schönes sein. Ne? Ja. Und meine Tochter, mein Sohn, mein Transkind guckt sich deine Videos an und fühlt sich endlich mal wohl und hat das Gefühl, es ist okay, so wie es ist. So. Ach, schreiben die manchmal auch so Eltern und so? Die kommen auf mich zu, holen Autogramme für ihre Kinder. Das ist super toll. Super. Das ist richtig schön. Ja, das wird mir richtig so warm. Also, ich kriege es schon vor Tränen in den Augen. Ja. Okay, also, ich habe euch gesagt, Leute, ihr braucht starke Nerven für dieses Video heute. Können wir uns jetzt bitte einmal vorstellen, es gibt Eltern, die haben trans Kinder und deren Kinder gucken Gazelles TikToks und möchten Autogramme. Findet den Fehler, Leute. So. Wie fühlst du dich, wenn du misgendert wirst? Also was löst das in dir für ein Gefühl aus? Und passiert das auch noch oft? Das kann richtig mies sein. Also das ist, musst du dir so vorstellen, in der letzten Woche zum Beispiel wurde ich jeden Tag misgendert. Das hat sich so ergeben, dass einfach jeden Tag jemand meinen falschen Namen nutzt. Sind das Fremde oder immer noch auch Leute aus deinem persönlichen Umfeld? Das sind zum Glück ausschließlich Fremde. Ja. Und was dann passiert ist quasi, dass ich mich direkt schlecht fühle. Ich denke so, ah, okay, sehe ich jetzt aus wie ein Mann heute wohl? Bin ich nicht Frau genug? Bin ich nicht trans genug? Ich fühle mich nicht hübsch. Ich möchte eigentlich heulen nach Hause rennen. So. Mhm. Und es gab einen Tag, da habe ich mich extrem schön gefühlt. Und dann habe ich habe mich auch extrem weiblich gefühlt, ironischerweise. Und dann setze ich mich in den Bus, in den Vierer. Und der Mann gegenüber sagt, du bist ja ein hübscher Mann. Du trägst so hübsche Ohrringe. Ja. Und dann habe ich richtig schön laut gesprochen, damit der ganze Bus das hört, ich bin eine Transfrau, damit alle verstehen, dass auch Transfrauen aussehen können wie hübsche Männer oder wie auch immer. An meine Trans-Sisters, die das jetzt hier sehen, ja, ich meine dich, würdest du, wenn du im Bus misgendert wirst, laut schreien oder rufen oder laut sprechen und sagen, dass mehrere das mitbekommen, ich bin eine Transfrau. Und das ist der große Unterschied zwischen mir und Gazelle, als würde es nicht genug geben, dass eine transsexuelle Frau nicht in der Öffentlichkeit als Transfrau gelabelt werden möchte. Und sich auch nicht fragt, nachdem sie sich fertig gemacht hat, ins Spiel geschaut hat und aus der Haustür läuft, oh mein Gott, bin ich heute trans genug? Bin ich nicht trans genug. Und damit meine ich nicht, dass man nicht sagen kann, ja, ich bin stolz auf meinen Weg, den ich gegangen bin. Ich fühle mich wohl als diese Transfrau jetzt und ich bin echt stolz auf mich. Das meine ich nicht, weil das bin ich auch. Und ich bin auch öffentlich eine Transfrau. Na, das wissen ja Menschen über mich. Aber wenn ich unter fremden Menschen bin und jemand sagt, oh mein Gott, ja, du bist ja eine Transfrau, lautstark, offensichtlich lässt mich das unwohl fühlen, weil Menschen mich extra analysieren in dem Moment, weil das meine Geschlechtsdysphorie triggert. Ganz klar. Und es ist nicht wirklich etwas, was man tun würde in der Situation. Okay? Ich denke halt, dass der Erfolg hinter Transsein und der Druck der Gesellschaft so ziemlich Gazelle in eine gewisse Richtung gebracht hat und gelenkt hat. Als sich vorher darüber bewusst zu sein, dass man auch als androgyne Person sich grenzenlos ausleben kann und man nicht einen Weg gehen muss, wo man sich gegengeschlechtlich behandelt, um irgendetwas gerecht zu werden. Und nochmal auf diese Bus-Erfahrung zurückzukommen, und ich will jetzt nicht übertrieben shady sein und gemein sein, aber ich finde vor allem ist es wichtig, im Beginn der Transition sich einfach bewusst zu sein, wie du tatsächlich auf andere wirkst, wie du aussiehst und dass du dann auch nicht unbedingt erwarten kannst, dass man dich als Fremder richtig gendert. Wenn du halt nicht mal als Transfrau passt. Es ist ja was anderes, als Transfrau als Frau zu passen oder als Transfrau auch angesehen zu werden, sobald man aus der Tür läuft. Und wenn du nicht mal als Transfrau wahrgenommen wirst, wenn du aus der Tür läufst, sondern als ein schwuler Mann, that's on you. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass andere Menschen dich disrespecten in dem Moment und die auch noch anzuschauen und sagen, ich bin eine Transfrau. Ist halt peinlich. Was würdest du anderen Transpersonen, die das jetzt vielleicht auch hören oder sehen oder was auch immer, raten, wie sie sich davon auch so ein bisschen so davor schützen können, vor diesem negativen Impact? Also ich meine, ich denke, dass das
das Gesündeste ist, das so abzubrushen sozusagen, so, ne, ja, okay, der hat halt, der sieht es halt nicht oder keine Ahnung, was sein Problem ist, so, ich brauche es niemandem beweisen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich habe keine Beweispflicht gegenüber irgendwem. So, wenn ich sage, ich bin eine Transfrau, ich bin eine Frau, bin ich eine Frau, fertig, aus. So, ja. Da brauche ich keinen Therapeuten, da brauche ich keine Familie, keine FreundInnen, das geht erstmal nur um mich. Das ist extrem offenbarend gerade, das so sie sagen zu hören, weil, überlegt mal, sie denkt sich in dem Moment, wo sie misgendert wird, ich musste niemandem beweisen, dass ich eine Transfrau bin. Ich muss niemandem beweisen, dass ich eine Frau bin. Ich bin das. Anstatt, wie ich mich jetzt da hineinversetzen würde, als eine Person, die eine Geschlechtsdysphorie hat, oh mein Gott, fuck, ich werde nicht als Frau wahrgenommen und ich sehe aus wie ein Mann. Das wäre normalerweise der Triggerpunkt. Nicht, dass ich sage, ich muss es niemandem beweisen, ich bin eine wahre Transfrau. Ich bin eine wahre Frau. Weil Geschlechtsdysphorie ist von den Geschlechtsmerkmalen abhängig, nicht von dem, was du von dir aus sagst, was du bist, sondern es zielt halt klar auf das Aussehen ab, auf sekundäre und primäre Geschlechtsmerkmale, die dann getriggert werden, wenn dich jemand daran erinnert, du siehst nicht aus wie eine Frau für mich, du siehst aus wie ein Mann. So, das wäre die normale Response. Nicht, dass du sagst, ich muss es niemandem beweisen, dass ich eine wahre Transfrau bin. That's crazy and it says a lot. Leute. Verzeihst du es Menschen, wenn sie dich misgendern? Kommt drauf an. Hm. Ja. Viele, also ich erlebe das bei jungen Menschen zum Beispiel, also ganz viele kommen auch auf mich zu. Ich war gestern in der, also immer wenn ich in der Mall bin, da kommen so ganze Schulklassen manchmal auf mich zu, ne, und sagen, guck mal, da ist der von TikTok. Ah. Und dann sage ich mal, die. Ach so, du bist sie? Ja gut, da bist du sie. So super chill. Ja, nochmal kurz ein Reminder, wie viele Kinder Gazelle kennen und auf sie zugehen. Lol. Aber auch diese Erwartungshaltung, ja, ich sollte schon richtig gegendert werden. So, ich erwarte das schon von Leuten, auch von komplett Fremden, dass sie mich mit dem richtigen Pronomen sprechen, wenn du halt einfach noch nicht an dem Punkt bist, das überhaupt zu erwarten. Und wie gesagt, I don't wanna be shady, aber einfach so diese Wahrnehmung ist nicht da. Und vor allem, was ich auch so schädigend irgendwie daran finde, an diesen Anspruch, den Gazelle hat, so, es gibt auch androgyne Männer, mein Schatz. Es gibt auch Männer, die sich schminken. Es gibt auch Männer, die lange Haare haben. Sollen die nach deinen eigenen Forderungen, die du an Fremde stellst, sollen die dann auch als Frau gelesen werden und als Frau angesprochen werden? Und dann gibt es aber so Menschen, zum Beispiel bin ich dann bei der Flughafenkontrolle, bei der Security, und dann stelle ich mich da so hin und dann fragt die Person da so, wie heißen Sie denn mit Vornamen? Mhm. Ich sage ja Gazelle. Und dann sagt er, was steht denn in Ihrem Ausweis? Ich sage, ja, da steht ein anderer Name. Wieso denn? Ja, männlicher oder ein weiblicher Vorname? Weil das geht jetzt darum, ob sie abgetastet werden von einer Frau oder einem Mann. Und ich so, was hat das denn damit zu tun? Ich habe Brüste. Ich bin eine Transfrau. Also bei der Frau bitte. Der Mann macht einfach nur seinen Job. Der macht einfach nur seinen Job. Alter Gazelle. Es gibt auch andere Menschen außer dich, die nicht in derselben Bubble sind wie du, die nicht sich als trans bezeichnen und Transaktivisten sind und trans hier, trans da und in dieser ständigen Realität leben von trans, von passing, von was auch immer du durchmachst. Du bist nicht die einzige Person auf dieser Welt, Gazelle. Es gibt auch Frauen, die nicht von Männern abgetastet werden wollen, die vielleicht nicht unbedingt sofort als Frau gelesen werden. Es gibt viele verschiedene Arten von Menschen, die aber trotzdem Wert darauf legen, das gefragt zu werden, um dann zu sagen, nein, ich bin eine rein biologische Frau, ich habe tatsächlich weibliche Geschlechtsmerkmale und ich möchte nicht von einem Mann abgetastet werden. Und deswegen gibt es auch Flughafenmitarbeiter, die sich dem bewusst sind, die respektvoll sein wollen und die direkte Fragen stellen, hey, wer bist du? Mit wem habe ich es zu tun? Um sich ein allgemeines Verständnis von dir zu machen, was für ein Geschlecht du bist. So obvious. Also das ist doch so verrückt zu sagen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich habe Brüste. Gazelle. Okay. Man sieht deine Brüste aber nicht auf den ersten Blick. Und untenrum bist du alles andere als eine Frau. Und dann diesen Anspruch zu erheben, ich bin eine Transfrau. Ich möchte doch nicht von einem Mann abgetastet werden. So, ich denke halt wirklich, dass Gazelle denkt, jeder Mensch kennt sie und sollte sofort wissen, wenn sie irgendwo ist, dass das eine wahre, echte Transfrau ist. A real trans woman. Du wirst ja obviously noch Hormone nehmen, das wird sich ja noch alles anpassen und ändern, dass Menschen dich anders wahrnehmen
Und ich bin mir sicher, dass du viel Potenzial auch hast und ich will dich gar nicht äußerlich schlecht reden. Aber warum lebst du denn nicht in der Realität und bist dir bewusst, wie du auf andere Menschen wirkst und dass du auch vor allem bei Flughafenkontrollen als eine Pre-Op, nicht operierte Transfrau, nicht Anspruch erheben kannst, ich muss von einer Frau kontrolliert werden, denn ich bin eine wahre Transfrau. Und das hättest du wissen müssen. Du hättest es nicht mehr hinterfragen sollen. Das Selbstbestimmungsgesetz wird jetzt, glaube ich, zum 1.1.24. Ach, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich mache mir keine Versprechen. Ja, das wird ich fühle eine richtige Verbesserung. Mal schauen, wann es jetzt umgesetzt wird. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da kann man nochmal dran arbeiten, bevor dieses Gesetz verabschiedet wird? Es gibt ja wirklich, muss man mal sagen, so viel Kritik daran von konservativen Flügeln. Ne? Kannst du da das irgendwie nachvollziehen? Nee, in keinem einzigen Punkt. In keinem einzigen Punkt. Das sind alles Ängste, Unsicherheiten, für die ich witzigerweise total viel Nachsicht habe. Das Transsexuellengesetz besteht in Deutschland schon seit mehreren Jahrzehnten, um Menschen zu ermöglichen, die transsexuell sind, die an einer Geschlechtsdysphorie leiden, ihren Körper angleichen zu lassen und es auch transsexuellen Menschen ermöglicht wird, gesetzlich ihr Geschlecht zu ändern. Von Mann zu Frau, von Frau zu Mann. Und das ist nur möglich, wenn eine Geschlechtsdysphorie besteht für diese Person. Und nicht für Männer, die vom einen auf den anderen Tag entscheiden, ich sehe mich jetzt als Frau, ich werde jetzt gesetzlich meinen Namen ändern lassen, ich werde jetzt meine Personenstand ändern lassen und werde jetzt das und das machen und bin jetzt plötzlich eine Frau und wie auch immer. Also ihr merkt schon, das Gesetz ist dafür da, um andere zu schützen und auch Transmenschen zu schützen. Das heißt aber nicht, dass ich mit dem noch aktuell bestehenden transsexuellen Gesetz einverstanden bin. Insbesondere die Kosten, die auf einen zukommen. Es kostet schon viel Geld, seinen Namen, sein Geschlecht gesetzlich ändern zu lassen, einen neuen Personalausweis zu bekommen und so weiter und so fort. Das ist schon alles sehr langwierig auch. Ich finde schon, man kann das alles ein bisschen vereinfachen, aber dennoch darauf achten, dass diese Person tatsächlich transsexuell ist. Mit dem neuen TSG, wovon die beiden jetzt gerade sprechen, das soll jetzt November 2024 in Kraft treten, das ermöglicht jedem Menschen zum Standesamt zu laufen, zu sagen, ich bin eine Frau, die sagen, okay, hier sind deine neuen Dokumente. Einfach nur per Sprechakt. Einfach nur sagen, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann. Aber dann sagen wiederum Menschen, die trans sind, dass Transsein keine Entscheidung ist. Aber ich kann es entscheiden vom Standesamt. Und du kannst sogar jährlich dein Geschlecht ändern lassen. Also du kannst einmal im Jahr dahin gehen und sagen, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann. Und die ändern das jedes Mal. Lieben wir. Und Gazelle kann auf keine Weise die Sorgen verstehen von den konservativen Menschen. Und ich denke nicht mehr, dass du dafür unbedingt konservativ sein musst, dass du das kritisch ansiehst. Ich denke, tatsächlich komplett normal denkende Menschen würden sich dann fragen, irgendwie ist es ein bisschen beunruhigend, dass es so einfach ist, einfach sein Geschlecht ändern zu lassen, wenn du Lust drauf hast. Ne, berücksichtigen wir jetzt mal die ganzen jungen Menschen, die halt denken, dass sie jetzt trans sind, weil sie durch Gazelle und Jialu aufgeklärt und dann zum Standesamt laufen und sagen, ja, ich bin eine Frau jetzt, habe ich schon meine Dokumente. Die Dokumente, diese Personenstandsänderung hat nichts mit den Operationen zu tun. Ne, viele denken halt, das bedeutet auch, dass ich einfach jetzt sagen kann, okay, ich mache eine Geschlechtsangleichung und dann habe ich das nächsten Tag. Es wird noch immer dann erwartet, bevor man das von der Krankenkasse bezahlt bekommt, dass es halt eine Diagnose gibt, ne, Geschlechtsdysphorie, bevor man eine Geschlechtsangleichung durchführen kann. Was man aber beobachtet hat, ist, dass in den letzten Jahren, wo das Thema super politisch wurde, dass alle möglichen Menschen, die irgendwie sich nicht wohlfühlen mit ihren Geschlechterrollen, mit einer Geschlechtsdysphorie diagnostiziert werden und Hormone bekommen. Und mit dem neuen TSG wird es auch, und da kann mir jetzt jeder erzählen, was er will, aber es wird dann auch allgemein leichter werden, trans zu sein. Das kann ich euch versprechen. Und genau deswegen hat jeder normal denkende Mensch, der nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, seine Bedenken bei dem neuen TSG. Ich bin jetzt extrem erfolgreich und bin extrem dankbar. Und meine Partnerperson, Jalou, die kennen wahrscheinlich auch viele so, ist ja. Nicht-binäre Person, ist auch extrem erfolgreich. Wir sind sehr bekannte Transpersonen. Wir sind aber beide weiß. Ja. So, jede Person kann sich mal kurz die Frage stellen, kenne ich eigentlich eine Transperson? Und dann kann sich mal die Frage stellen, kenne ich eigentlich eine nicht-weiße Transperson, eine Transperson of Color? Kennen wir nicht. Das heißt, da sind wir noch lange nicht so weit, wie ich mir das wünschen würde. Naja. Die Repräsentation ist noch ganz am Anfang. Hä? Leute, blickt ihr das? I don't get it. Also ich verstehe, dass man
Repräsentation sich wünscht von allen möglichen Menschen und Nationalitäten und Hautfarben und wie auch immer. Aber zu sagen, wir haben nicht genug schwarze, transsexuelle Menschen in der Öffentlichkeit, ist so weird. Das ist so, als würde ich sagen, nur weiße Menschen mit Depressionen werden in der Öffentlichkeit repräsentiert, aber nicht schwarze mit Depressionen. Wir brauchen mehr von denen. So, Schatz, du redest gerade über eine Diagnose. Und da die Forderung zu stellen, wieso werden nicht mehr Gesichter mit dieser Diagnose in der Gesellschaft repräsentiert, weil wir brauchen mehr von denen. Das ist so random. Du hast einfach nichts zu sagen. Ich denke, dass viele auch, und das meine ich jetzt ganz ernst, und das meine ich auch nicht mit irgendwie Judgment oder Shame, nee, aber viele können auch Drag und Trans nicht auseinanderhalten. Hm, oder ja, schwul sein und trans. Hm. Und das ist auch was, woran wir arbeiten müssen einfach. Naja. What? Ja, wegen dir, Girl. Wegen dir können das Menschen nicht auseinanderhalten. Also wenn du trans sein kannst, ohne dass du eine Geschlechtsdysphorie hast, ohne dass du irgendwelchen Kriterien gerecht wirst, sondern einfach nur, weil du sagst, dass du es bist. Inwiefern unterscheidet sich das denn von Drag? So, ich meine, okay, Drag ist eine Kunstform und das ist schon was anderes an sich, aber es ist doch genauso oberflächlich oder wie eine Art Kostüm anzusehen, wenn ich einfach sagen kann, ich bin jetzt trans. Period. Und ich muss nichts mehr machen, ich bin es jetzt einfach. Und laut dem TSG kann ich in einem Jahr das auch wieder nicht sein. Es ist ja nichts Langfristiges, oder? Es ist doch einfach nur, was ich jetzt gerade in dem Moment sage, was ich bin. Und du hast mich so anzusehen. Und laut Gazelle, auch als Fremde hast du zu wissen, dass ich trans bin. Und du hast nicht mich zu misgendern. Du hast es sofort zu wissen, wenn du mich siehst, ich bin trans. Und du hast auch mein Pronomen zu wissen. Du darfst nichts hinterfragen. Und ja, du musst eigentlich meine Gedanken lesen. Wo denkst du, ist das Patriarchat mit deiner Unterdrückung verbunden? So, für mich als Transfrau ist es halt ein absoluter, so ist es total schwierig, jeden Tag zu denken, ich bin trans oder Frau genug. So, ne? Also manchmal brauche ich einen Rock, damit ich mich gut fühle und Frau genug fühle. Manchmal reicht eine Hose. Ich gucke in den Spiegel eine Stunde später und fühle mich total hässlich, weil ich denke, ich sehe einen Mann. Dabei bin ich geschminkt und trage Ohrringe. Also was ist eigentlich Weiblichkeit? Was ist eigentlich Männlichkeit? Und das Ganze hängt natürlich zusammen mit diesen patriarchalen Strukturen, mit dem, was wir irgendwann mal definiert haben als binäres Geschlecht. Und das ist halt irgendwie super hinfällig so. Also. Ja. Wie lächerlich ist das? So, die Biologie hat zwei Geschlechter vorgesehen, Schatz. Es ist halt Biologie, das hat nichts mit Männern oder dem Patriarchat zu tun oder irgendwelche Machtstrukturen. Das ist einfach die natürliche Gegebenheit auf dieser Welt. Es gibt zwei Geschlechter. That's just how it is. Du bist angeblich eine Transfrau und dir ist es auch wichtig, dich weiblich zu präsentieren und dich irgendwie weiblich vor anderen Menschen zu zeigen, dass sie dich als Frau wahrnehmen. Also nimmst du doch teil an diesem bösen Patriarchatsystem von binären Geschlechtern. Und deswegen ist es auch so wichtig, als transsexuelle Person zu wissen, es gibt zwei Geschlechter. Wenn du transsexuell bist, hast du eine Geschlechtsdysphorie. Du transitionierst dich in das andere Geschlecht, gleichst dich körperlich an, damit du dich in deinem Körper wohlfühlst. Denn das ist leider tragischerweise die einzige Behandlungsmaßnahme für transsexuelle Menschen, die wirklich funktioniert. Und so macht das auch alles Sinn. Ich kann ja nicht mich da hinsetzen und sagen, ja, manchmal fühle ich mich nicht Frau genug und manchmal bin ich getriggert, wenn mich Leute nicht als Transfrau wahrnehmen, weil ich war doch geschminkt und ich war doch zurechtgemacht. Und im nächsten Satz sage ich, das böse Patriarchat ist verantwortlich für das binäre Geschlechtersystem und wir sollten uns davon nicht beeinflussen lassen. Du, das war eine richtig tolle Podcast-Aufnahme, finde ich. Ich bin übrigens auch totaler Fan von diesen Spielen. Also mal sehen, was ich mir dann mit Jalou so überlege. Ja. Mal sehen, was da dann so kommt. Und mit Jalou kannst du Flaggenraten machen. Aber Jalou kann das gut, oder? Ja, ja. Ja, und das war schon mit dem Podcast und ihr habt richtig gehört, Jalou, und mir ist gerade aufgefallen, ich spreche immer den Namen falsch aus. Whatever. I don't care. Jalou wird auch in diesem Podcast eingeladen demnächst. Also kommentiert gerne, wenn ihr darauf auch eine Reaction haben wollt. Aber ich bin auch auf irgendeine gestörte Weise darüber glücklich, dass solche Menschen eine Plattform geboten bekommen, dass ich einschreiten kann und ich dazu meine Meinung sagen kann und darüber aufklären kann. I love that. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und ich sehe euch ganz, ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao.